Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen Jesu. Und ja, wir wollen uns heute einige Verse anschauen, und zwar aus dem Buch der Sprüche. Wir sind schon seit einer geraumen Zeit in diesem Buch und gehen so durch und lassen das Wort auf uns wirken. Und wir sind jetzt gerade in Sprüche 24. Und es sind jetzt hier weise Worte an uns gerichtet. Der Salomo, der spricht zu uns, ja, das, was man weise Worte nennt. Vielleicht ist es nicht er alleine, aber es ist hier zusammengefasst in diesem Buch. Und wir sind jetzt ab Vers 17. Und hier heißt es, wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Und wenn er stürzt, jauchze dein Herz nicht, denn damit nicht der Herr es sieht und das Böse ist in seinen Augen und er seinen Zorn von jenem abwendet. Ja, es geht hier um das Thema Schadenfreude. Das kennen wir natürlich in unserer Zeit nicht mehr so wie damals. Damals gab es Schadensfreude, aber heute, ja, haben wir das doch gar nicht mehr. Wie ist es, wenn so beim Fußball der Gegner ein Eigentor schießt? Wie ist es, wenn bei den Elfmeterschießen der Gegner gegen die Latte oder gegen den Pfosten schießt? Wie ist das, wenn auf einmal einer, ja, beim Radrennen, der sehr gut ist, auf einmal des Dopings überführt wird? Ja, es gibt so Gebiete, wo dieses Thema durchaus eine Rolle spielt. Schadensfreude gibt es. Und für viele Menschen ist das die richtige Freude, die sie haben. Aber hier ist das Wort Gottes, das zu uns so deutlich spricht. Und es heißt, wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Das ist heftig. Wenn dein Feind fällt, dann freue dich nicht. Es ist fast schon natürlich, dass man sich freut, wenn der Gegner, dein Feind, wenn ihm etwas passiert, wenn er dich beim Fahren überholt und geblitzt wird. Ja, da freut man sich nicht. Ach. Aber hier heißt es so deutlich, wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Und jetzt im christlichen Sinne gesehen, es ist schon so oft so gewesen im Alten Testament, dass Gott dem Volk Gottes Sieg geschenkt hat. Wir denken da an den Auszug aus Ägypten und dann stehen sie da vor dem Roten Meer und Pharao mit seinen Wagen, sie jagen auf sie zu und es gibt da keine Fluchtmöglichkeit, scheinbar. Und Gott bereitet ihnen einen Weg durch das Rote Meer und dann will Pharao dem nachfolgen und die ganzen Verfolger ertrinken, letztlich im Roten Meer. Und wir sagen, ey, es ist doch schön, dass da ein Sieg gewesen ist. Das Volk Israel wurde nicht vernichtet. Sie sind am Leben geblieben, aber der Feind ist vernichtet worden. Sollten wir uns darüber nicht freuen? Natürlich sollten wir uns über Gottes Siege freuen. Natürlich, wenn Gott etwas tut, sollten wir dankbar sein. Es ist eine andere Geschichte, auch nochmal die sehr interessant ist, und zwar in 2. Chroniker, Kapitel 20. Da ist auch wiederum die Situation so, dass da eine Übermacht gegen die Israeliten auftritt. Das sind die Ammoniter, die kommen
Und ja, das ist sehr bedrohend. Und Josaphat, der König, er fühlt sich nicht mächtig, gegen sie anzutreten, und er betet zu Gott. Er betet Gott, dass er etwas tut. Und die Sache ist, Gott streitet für sie. Sie ziehen zwar aus, aber sie brauchen gar nicht zu kämpfen. Die Ammoniter, die sind alle niedergeschlagen, weil sie sich gegeneinander gewandt haben und sich selber vernichtet haben. Und dann heißt es in 2. Chroniker 20, Vers 27, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Gott hat ihnen einen Sieg geschenkt und sie freuten sich sehr darüber. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen der Freude an dem, was Gott getan hat, und der Freude am Leiden der Feinde, am Tod der Feinde. Es ist ein ganz schmaler Grat. Wie schnell freuen wir uns, dass es den Feinden schlecht geht. Und hier heißt es, dass wir uns darüber nicht freuen sollen. Wir sollen uns nicht darüber freuen, dass unser Feind, ja, dass es ihm schlecht geht. Es gibt eine andere Geschichte, die ich gerne noch vortragen möchte. Und zwar ist sie aus 2. Könige, Kapitel 6. Und da ist es ein längerer Abschnitt. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen mache ich das ziemlich kurz. Da ist ein König, ein Aramäer, der auch wiederum versucht, Israel anzugreifen. Aber seine ganzen Pläne, die werden immer vereitelt. Irgendwie ist es so, dass der Feind immer weiß, was dort passiert. Und er sagt, wer ist hier bei uns ein Verräter, der es den Feinden sagt, was wir gerade tun wollen? Und die sagen, nö, bei uns gibt es keinen Verräter. Aber Elisa, ein Prophet in Israel, er verrät dem König immer, was wir tun werden. Und der König ist natürlich sehr, nicht sehr zufrieden darüber. Und er lässt herausfinden, wo man Elisa ertappen kann. Und er wird dann an der Stadt gefunden. Und die ziehen dann hin und umlagern die ganze Stadt. Und es scheint keinen Ausweg für Elisa zu geben, dem, der immer wieder verrät, was der Feind tun möchte. Und alle sind bestürzt, oder zumindest sehen sie das, und die wissen nicht, was jetzt passieren soll. Und Elisa sagt, es sind mehr bei uns als der Feinde. Aber die Feinde haben die ganze Stadt umringt. Also es ist schon eine Menge von Menschen dort, die diese Stadt angreifen. Und dann betet Elisa, dass denen die Augen verschlossen werden. Und er sagte ihnen, den Mann, den ihr sucht, ist nicht hier. Und führt dann das ganze Heer, das gekommen ist, um ihn zu fangen, führt dann nach Samarien. Und als sie dann in Samarien drinnen sind, dann betet er wieder, dass der Herr doch ihre Augen auftun möchte. Und das lese ich jetzt, und zwar die Verse 20 bis 22. Und das heißt hier, und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen, und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen? Soll ich losschlagen, mein Vater? Soll ich sie vernichten? Und Elisa sagt, bist du blöd? Nee, das sagt er nicht. Aber er sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa sie erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast, setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Elisa hat das begriffen. Sich nicht zu freuen an der Niederlage der Feinde. Die waren hier bloßgestellt. Israel war auf einmal in der Übermacht. Israel hätte sie jetzt vernichten können.
Aber Elisa sagt, nein, mach das nicht. Gib ihnen zu essen. Sie sind gekommen, um zu vernichten. Gib du ihnen zu essen. Und das Interessante ist, dass wir dann lesen, dass, seit, dass danach die Aramäer nicht wieder nach Israel, nach Israel hineingekommen sind. Sie haben gemerkt, dass ihnen Gutes getan worden ist, obwohl sie Böses vorhatten. Gott hat sich so wunderbar da erwiesen, indem er es gezeigt hat, wie gnädig er ist und dass diese Gnade auch den Soldaten zuteil geworden ist. Und wir lesen in Hesekiel Kapitel 23, Vers 11. Und da ist Gott, der spricht, spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Und ich sehe hier ein Bitten, ein Flehen Gottes. Ich will euch nicht vernichten. Ich habe nicht vor, euch zu vernichten. Kehrt doch bitte um. Eure Wege, die ihr geht, sind nicht gut. Kehrt um. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Ich möchte nicht, dass der Gottlose, dass der Feind, und der Feind hier in diesem Sinne ist, ist jemand, der gegen Gott ist, gegen das Volk Israel ist, dass sie umkommen. Das will Gott nicht. Er möchte, dass sie leben. Und im Neuen Testament, ja, wer ist denn im Neuen Testament der Feind von denen, die Gott lieben? Jesus spricht von der Welt, dass die Welt gegen euch ist. Und als Jesus noch am Leben war, da gab es auch so eine Gegebenheit, und die fand ich auch sehr interessant, und zwar in Lukas Kapitel 9, Vers 54 bis 56. Und zwar ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und er geht durch Samarien durch. Aber man, und dann lesen wir, aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Also die Samariter, die hatten etwas gegen die Juden, weil sie, weil die Juden sich von ihnen abgekapselt haben. Sie haben die Samariter nicht als rein gesehen und haben sich so von ihnen abgeschottet. Und wer immer da durchziehen wollte, da konnte es passieren, dass sie abgewiesen haben. Passiert. Und in diesem Fall, da heißt es, sie nahmen ihn nicht auf. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle, und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat, sollen wir sie vernichten mit dem Feuer vom Himmel? Sollen wir darum bitten, dass das geschehen mag? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen ihn in ein anderes Dorf. Hier sind Feinde, die es Jesus nicht erlauben, dass er, nachdem sie schon eine lange Zeit unterwegs waren, dass Jesus sich dort ausruhen konnte in dem Ort. Die wollten das nicht. Und seine Jünger, die wollten wieder mal so eigenmächtig handeln, wie sie es sehr oft getan haben. Sie haben die Eltern der Kinder mit den Kindern weggeschickt. Hier wollen sie Feuer vom Himmel regnen lassen. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht der Weg. So will ich es nicht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu erretten. Ich bin nicht gekommen,
um zu verderben, zu vernichten. Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Und wenn er stürzt, jauchze dein Herz nicht. Freue dich nicht, wenn es deinem Feind schlecht geht. Wie sollen wir als Christen handeln? Was sollen wir tun? In Matthäus 5, Vers 44, da sagt Jesus: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Freut euch nicht, wenn es euren Feinden schlecht geht, sondern liebt eure Feinde. Das ist schon ein Weg. Das ist schon nicht ganz so einfach, das zu machen. Aber das ist das, was Jesus seinen Nachfolgern sagt und sie darin belehrt. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wie ist unser Vater so drauf? Er tut Gutes. Er muss ab und zu für sein Volk kämpfen. Ja, er tut das. Aber er tut grundsätzlich Gutes den Menschen, allen Menschen. Und es ist egal, ob es die Gerechte oder Ungerechte sind. Und in Lukas Kapitel 6, Vers 35, da ist diese ähnliche Geschichte beschrieben: Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und ich lese jetzt noch aus Römer Kapitel 12, Vers 20. Und hier heißt es: Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn er dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Wie sollen wir gegenüber unseren Feinden sein? Segnet sie. Freut euch nicht, wenn es ihnen schlecht geht. Jauchzt nicht, wenn sie stürzen, sondern segnet sie. Betet für sie. Seid für sie da. Gebt ihnen zu essen, wenn es ihnen hungert. Tut ihnen einfach Gutes. Und damit werdet ihr zeigen, wie euer Vater im Himmel ist. Und ihr werdet sammeln Feurige Kohlen. Das heißt, sie werden sehen, dass ihr anders seid. Freut euch nicht, wenn es euren Feinden schlecht geht. Und dann heißt es auch, warum das so geschehen soll. Es heißt hier, damit nicht der Herr es sieht und es böse ist in seinen Augen und er seinen Zorn von jenem abwendet. Wenn du dich über die anderen freust, wenn du jauchzt, wenn es deinem Feind schlecht geht, dann sieht es der Herr. Er sieht, was in deinem Herzen ist. Und er wird dann vielleicht das, was diesen Feinden widerfahren soll, weil Gott ist Richter, ihm alleine obliegt, Gericht zu haben, nicht uns. Wir sollen uns nicht darüber freuen. Der Herr kann richten. Aber wenn wir uns über unsere Feinde freuen, wenn es ihnen schlecht geht, dann heißt es hier, damit nicht der Herr es sieht und es böse ist in seinen Augen und er seinen Zorn von jedem abwendet. Es gibt einen Grund, warum wir uns nicht freuen sollen, wenn der Feind fällt. Dass wir uns nicht freuen sollen, wenn er stürzt. Weil wenn Gott es zulässt und er etwas tut mit unseren Feinden, wer immer das sein mag, und wir dann aber auf eine falsche Weise uns freuen, das kann dann sein, dass Gott das Schicksal dieser Feinde abwendet. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das will der Gerechte eigentlich nicht. Gott soll sich mächtig erweisen. Er soll tun.
Und wir freuen uns an seinem Tun, aber wir freuen uns nicht an dem Schmerz unserer Feinde. Wir freuen uns nicht, wenn es den Feinden schlecht geht. Wir sollen vielmehr für sie beten und wir sollen dafür ringen, dass selbst unsere Feinde, mögen sie auch ganz Schlimmes gegen uns vorhaben, dass selbst unsere Feinde es merken, dass wir auch die andere Seite der Wange ihnen zukehren und dass sie es merken, wir sind nicht so wie die anderen Menschen. Und sie vielleicht dadurch den Weg zu Jesus finden. Und das ist unser Wunsch, was mit ihnen geschehen soll. Das ist unser Wunsch, dass unsere Feinde zu Jesus finden sollten. Dass aus einem Saulus ein Paulus wird. Ich muss weitermachen. Wir können nicht sehr lange hier verweilen. Es geht weiter mit Vers 19. Es geht weiter mit Vers 19 aus Sprüche 24. Und hier heißt es: Entrüste dich nicht über die Übeltäter, ereifere dich nicht gegen die Gottlosen, denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Die Leuchte der Gottlosen erlischt. Es geht hier um das sich ärgern über die Gottlosen. Es gibt viele Sachen in dieser Welt, worüber wir uns ärgern können. Aber wir sollen uns nicht ärgern über die Übeltäter. Die Übeltäter hat es schon immer in dieser Welt gegeben. Die haben schon immer ihr Unwesen in der Welt getrieben. Es ist nichts Neues. Es gibt Übeltäter in dieser Welt. Wenn wir nur da hineinschauen, dann ist es so. Aber wir sollten nicht zulassen, dass wir jetzt uns darüber aufregen, übermäßig verärgert sind, dass es Übeltäter in dieser Welt gibt. Auch David sagt das schon im Psalm 37, Vers 1. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Wir sollten uns da nicht aufregen. Wir sollten uns nicht aufregen, wenn Gesetze uns nicht so gut vorkommen. Und wir sollten uns nicht aufregen, wenn Menschen gegen Gesetze handeln. Das passiert in dieser Welt. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Gott hat das zugelassen letztlich. Gott ist auf dem Thron. Er sieht das alles. Er sieht die ganzen Übeltäter. Er sieht, was sie tun. Und das bringt nichts, wenn ich mich jetzt aufrege und da zornig darüber bin. Es bringt einfach nichts. Es heißt ja dann auch weiter, ereifere dich nicht gegen die Gottlosen. Eine andere Übersetzung, sei nicht neidisch auf die Gottlosen. Und das kann auch passieren, wenn wir Unrecht dieser Welt sehen und sehen, wie Leute vielleicht durch Unrecht zu Geld kommen, wie sie reich werden, wie es ihnen gut geht, dass wir dann auf einmal vielleicht auch neidisch werden und sagen, ja, guck mal, die handeln so falsch und doch geht es ihnen so gut. Dieses Thema ist schon immer wieder auch in der Bibel Thema gewesen. Und zwar, wenn wir jetzt Psalm 73 uns anschauen, da ist es Asaf, der auch das so sieht und es ihm Schmerzen bereitet, wenn er so sieht, wie gut es denen geht, die nicht Gott lieben, die nicht nach Gottes Wort handeln. Und er sagt dann selber in Vers 3,
Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ich beneidete sie. Es ist schön zu lesen, dass hier Asaf sagt, das zugibt, dass er so handelte. Er gibt es zu, dass er sie beneidet hat. Und ich weiß nicht, wie es uns geht. Wie wir, wenn wir so hinausschauen und sehen, wie Menschen reich werden, wie wir uns dabei fühlen. Wir, die wir alles richtig machen, die wir dem Gesetz treu sind und wir nicht vorankommen. Und da gibt es ein paar Leute, die durch verschiedene Mittel es schaffen, so einen mächtigen Reichtum einzuhäufen. Asaf sagt, er hat hier falsch gehandelt, er hatte beneidet. Und da kommt natürlich die Frage auch auf, warum leiden die Gerechten und warum geht es den Bösen in der Welt gut? Dieses Thema kann uns schon auch bewegen. Warum geht es den anderen gut und mir nicht? Aber die Antwort liegt hier auch ganz deutlich. Die Antwort in Sprüche ist uns deutlich gegeben. Und zwar, schau in ihre Zukunft. Denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Für diese Menschen, die so handeln, die viel Reichtum aufhäufen. Die Frage ist, können sie es nach dem Tod mitnehmen? Was haben sie davon, wenn sie dann sterben? Wenn dann Bill Gates stirbt, wird er auch nichts mitnehmen, auch wenn er Milliarden hat. Er hat keine Zukunft, heißt es hier. Er hat nur hier etwas Gutes davon. Er kann sich hier vielleicht alles leisten. Aber für wie lange ist das? Wie lange kann er seinen Reichtum ausleben? Ja, wenn jemand ziemlich lange lebt, ja, sind das vielleicht 80 Jahre, dass er, oder 90 oder 100 Jahre. Naja, mit 100 Jahren ist der Reichtum wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel wert, wenn man dann mit einem Krückstock irgendwie so unterwegs ist und keine Zähne hat und sich kein super gutes Menü mehr, ja, sich nicht mehr daran erfreuen kann. Ich weiß es nicht. Aber diese Zeit ist kurz. Diese Zeit vergeht. Es kommt eine Ewigkeit. Und dann haben sie nichts von ihrem Reichtum. Dann ist ihr Reichtum futsch. Ihre Kinder mögen ihr Reichtum geerbt haben, aber ihr Reichtum ist futsch. Sie können nichts mit ihrem Reichtum dann anfangen. Denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Sie können sich vielleicht hier erfreuen. Sie haben vielleicht hier sehr viel. Aber das reicht nur bis zum Tod. Wir haben Hoffnung. Wir haben eine Zukunft. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann blicken wir in die Ewigkeit mit unserem Vater, mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir blicken in die Zukunft, wenn wir die Offenbarung da lesen, von Straßen aus Gold und was weiß ich. Mann, wie viel Mühe haben sich Leute gemacht, um ein bisschen Gold hier zu haben. Da sind die Straßen aus Gold. Und ich glaube, wir werden uns nicht über die Straßen aus Gold freuen. Wir werden uns nicht über diese Jaspissteine vor den Toren freuen oder was weiß ich. Das wird uns da in der Zukunft keine riesig große Freude machen. Wir werden uns an dem Herrn Jesus freuen. Wir werden uns an einer Zukunft mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm freuen. Was ist da das bisschen Gold, was die Menschen sich hier angehäuft haben? Was sind da die Edelsteine? Sie bringen nichts. Sie haben keine Zukunft. Und das heißt dann weiter im Vers 20, die Leuchte der Gottlosen erlischt. Es mag eine große Kerze sein, vielleicht wie diese. Es mag eine kleine Kerze sein.
Aber irgendwann ist jede Kerze niedergebrannt. Und irgendwann ist das Licht aus. Die Leuchte erlischt. Ich weiß nicht, ob in 200 Jahren noch jemand über Bill Gates sprechen wird. Keine Ahnung. Oder über andere, die reich geworden sind in dieser Welt. Ich weiß nicht um die Reichen vor 200 Jahren. Keine Ahnung, es gab da bestimmt Reiche. Es gab da bestimmt Leute, die zu beneiden waren. Aber wer sind diese Leute? Wir wissen es nicht mehr. Die Leuchte der Gottlosen erlischt. Aber wir haben eine Zukunft. So, und ich muss mich jetzt schnell dem letzten Versepaar jetzt zuwenden. Und hier heißt es: Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Mit Anführern lass dich nicht ein, denn plötzlich erhebt sich ihr Verderben und ihrer beiden Untergang unvermutet. Wieder so ein weiser Spruch, denn ich weiß nicht, ob Salomo das seinem Sohn sagte. Sein Sohn war ja auch eigentlich der Erbe. Er ist dann sicherlich mit dem König ziemlich gleich, aber es heißt hier: Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Zunächst einmal: Fürchte den Herrn, mein Sohn. Und das ist ganz wichtig, dass es hier so geschrieben steht. Als erstes: Fürchte den Herrn. Ehrfurcht. Es ist jetzt nicht die Furcht, dass wir jetzt die ganze Zeit zittern müssten vor dem Herrn. Aber der Herr ist groß. Der Herr ist mächtig. Und in die Hand des Herrn zu fallen, ohne versöhnt mit ihm zu sein, ist furchtbar. Der Herr ist einfach mächtig. Wir sehen das ja oft nicht. Wir leben hier und haben unseren Blick oft so sehr auf den Dingen dieser Welt und sehen nicht so sehr auf den Herrn. Aber wir sollten auf den Herrn sehen. Er sollte uns vor Augen sein. Er ist der Herr, er ist der große Schöpfer, er ist der König des ganzen Universums, er ist mächtig groß. Und wir sollten vor ihm Ehrfurcht haben. Das erste Gebot heißt, dass wir den Herrn fürchten sollen. Und in Sprüche 1, Vers 7, da heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wir sollten Gott vor Augen haben. Er ist mächtig, er ist groß, er ist weise. Und wir sollten ja ihm gefallen wollen in unserem Leben. Ich denke da an Abraham. Gott sagte ihm: Gehe auf einen Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere deinen Sohn. Und Abraham gehorcht dem Herrn, weil er weiß, der Herr ist groß. Ich muss ihm gehorchen. Und Abraham hatte nicht die Bibel, so wie wir sie haben. Wir haben so viel mehr aus dem Wort Gottes, als Abraham es hatte. Und doch war es für Abraham ganz klar: Wenn Gott mir eine Sache gebietet, dann tue ich das. Dann gehe ich hin. Auch wenn ich weiß, dass es mir Schmerzen bereiten würde, dass ich meinen Sohn opfern müsste. Er kennt den Preis. Und doch ist er bereit zu gehen. Lass uns den Herrn so fürchten, egal was es uns kostet, dass wir sagen: Was der Herr mir sagt, das ist für mich ausschlaggebend. Nicht, was Menschen mir sagen, nicht, was irgendwelche Autoritäten mir sagen, sondern was der Herr mir sagt, das ist für mich zuerst bedeutend. Was er zu mir hier im Wort sagt, das hat für mich Bedeutung. Das möchte ich tun. Und hier heißt es dann aber weiter: Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Und da wird es uns ab und zu schwierig. Ja, dem Herrn Gehorsam zu leisten, das ist die eine Sache. Er ist der Schöpfer, er ist mein Gott. Ihm möchte ich das geben, was er möchte. Aber jetzt dem König, den regierenden Leuten, und doch ist es so deutlich im Wort Gottes gesagt, dass
wir auch das tun sollen. Und zwar in Römer Kapitel 13. Da spricht Paulus darüber. Und es war Paulus ein Anliegen, das den Römern klarzumachen. Auch wenn die Römer vielleicht, oder die Zuhörer dachten, naja, der König in unserem Land, er ist ja nicht wirklich so ein guter König. Er verfolgt die Christen. Aber Paulus sagt hier, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Wir sollen uns der staatlichen Macht unterwerfen, egal wie unsere Regierung ist. Und wir haben hier auch eine Erklärung darüber, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Auch die Obrigkeit, die Regierung, sie kommt von Gott, sie ist von Gott eingesetzt. Und ich sollte alles tun, diesen Mächten mich gehorsam zu erweisen, solange es nicht gegen Gottes Botschaft geht. Und in Vers 3 bis 4, da lesen wir, denn die Regierungen sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor den staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Und auf Petrus, in 1. Petrus 2, Vers 17, da lesen wir ganz am Ende, fürchtet Gott, ehrt den König. Und all diese Schreiber, sie wussten ganz genau, dass die Regierung zu der damaligen Zeit nicht unbedingt gut gegenüber den Christen gesinnt war. Aber die Aufforderung hier ist ganz deutlich. Fürchte Gott, fürchte den König. Und das ist nicht nur für die politischen Themen so. Es ist überall so, dass wir die Autoritäten achten sollten, dass wir uns nicht querstellen. Und das ist das zweite Thema. Und da dachte ich ein wenig an die Querdenker. Es heißt hier, mit Aufrühren lass dich nicht ein. Natürlich haben wir hier in unserem Land das Recht zu demonstrieren. Und es ist gut, dass wir dieses Recht hier haben. Aber da, wo Steine auf einmal fallen oder geschleudert werden, wo andere verletzt werden, wo Autos in Flammen aufgehen, da ist es nicht mehr eine Demonstration. Da ist es eine Rebellion. Und mit solchen sollten wir uns nicht anfreunden. Wir sollten uns nicht gleich tun mit Menschen, die zerstören. Nur weil sie nicht mit dem König zufrieden sind oder mit der Obrigkeit zufrieden sind. Wir sollten uns da nicht zusammentun mit Menschen, die Steine werfen. Wir sollten uns nicht zusammentun und uns eingruppieren da, wo nicht friedlich demonstriert wird, sondern wo Menschen ihr Querdenken mit Sachzerstörung betonen. Da sollten wir uns nicht gleichstellen. Es heißt hier, dass wir uns mit Aufrührern nicht zusammentun sollen. Mit Aufrührern lass dich nicht ein. Und da ist auch dann gesagt, warum? Denn plötzlich erhebt sich ihr Verderben.
und ihrer beider Untergang unvermutet. Wenn dann ja die staatliche Gewalt eingreift und Leute gefangen nimmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man sich mit Aufrührern zusammentut, wenn man sich mit Rebellen zusammentut und man verhaftet wird, muss man sich nicht wundern. Ihr Verderben kommt bald. Und es ist egal, ob das Verderben jetzt von der staatlichen Gewalt kommt oder von Gottes Gewalt kommt, das ist egal. Wir sollen uns nicht zusammentun mit denen, die Rebellion anstreben. Und da frage ich mich schon, warum sehr oft Sachen nicht gelungen sind, die mit Gewalt verbunden waren. Die Aufstände im Dritten Reich, bei denen Bomben gezündet worden sind und so weiter. Ich frage mich, ob das nicht damit zusammenhängt, dass wir uns nicht mit Aufrührern zusammentun sollen. Dass wir Gott das Gericht überlassen sollen. Weil Gott kennt unsere Zukunft. Er weiß, wie wir es fühlen. Ja, wir mögen auch in Gefängnisse gesteckt werden, weil wir Gott folgen. Aber er wird für uns streiten. Wir sollten aber nicht es versuchen, in unsere eigene Hand zu nehmen und versuchen, mit eigenen Mitteln Recht durchzubringen. Natürlich dürfen wir unsere Meinung äußern. Das Wort spricht nicht dagegen. Wir sollen uns aber mit Aufrührern nicht zusammentun, dass wir auf einmal anfangen, irgendwie eine Rebellion im Land anzuzetteln. Das ist nicht, was Gott sich wünscht. Paulus hat so nicht agiert. Er hat nicht versucht, irgendwie eine Armee aufzubauen, um gegen den römischen Kaiser, Caesar, vorzugehen. Nein, das hat er nicht getan. Für unsere Feinde sollen wir beten. Wir sollen aber Gott gehorsam sein in allen Dingen. Und auch dieses Thema ist hier verzeichnet. Und ich finde, das sind weise Worte, die wir hier von Salomo lesen. Und ja, wir lesen auch die Unterstützung aus dem Neuen Testament. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, darauf einzugehen. Aber lass uns das einfach bedenken. Lass uns das zu Herzen nehmen. Und lass uns Gott folgen. Und du wirst sehen, du hast eine Zukunft. Du wirst sehen, dass es dir gut gehen wird in der Zukunft. Vielleicht jetzt nicht, aber in der Zukunft. Und ehrlich gesagt, geht es uns ja hier in Deutschland nicht wirklich schlecht. Es gibt da viele andere Länder, viele Länder, die ganz anders drauf sind, wo es Christen wirklich nicht gut geht. Lasst uns das einfach auch bedenken. Uns geht es hier doch recht gut. Aber lasst uns einfach dem Wort Gottes treu sein. Lasst uns das tun, was in seinem Wort steht. Und wir werden merken, Gott wird für uns streiten. Wir werden merken, wir werden Licht sein können. Unsere Leuchte wird nicht ausgelöscht werden, wie die Leuchte von einigen, die vielleicht vieles hier haben. Wir sind solch ein Licht in dieser Welt, die wir strahlen aus Jesus heraus. Und lass uns dieses Licht einfach weiter strahlen lassen. Wir beten jetzt noch zusammen. Vater, danke dafür, dass du zu uns redest durch dein Wort. Herr, schenke doch, dass dein Wort in unserem Leben Bedeutung hat. Und ich danke dir, dass deine Worte so praktisch und so gut sind, dass du auch Gedanken für uns heute hast. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir so leben, dass wir dir Ehre bereiten, dass die Ehrfurcht vor dir in uns sichtbar wird. Und wir bitten dich auch, dass du uns lehrst, dass wir so handeln, dass wir hier nicht andere verletzen. Bitte hilf, dass wir das Gute tun. Und danke, dass du Gutes für uns vorbereitet hast. So segne du uns auch in dieser Woche. Amen.